What the fuck? Oh mein Gott. Der Knall ist jetzt ein bisschen groß. Als ob. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Und heute habe ich mal wieder echt viel für euch vorbereitet. Und zwar einmal die Auflösung des Gewinnspiels, dann nochmal einen kleinen, aber feinen Glitch und auch nochmal eine Herausforderungskiste. Ihr seht es vielleicht gerade schon, wir machen erstmal kurz hier die Silbertruhe auf und ansonsten, ihr seht, erziele 12 Siege bei einer Herausforderung. Ich habe es das erste Mal geschafft und hierfür bekommen wir auch schon mal direkt 100 Juwelen. Das heißt, die Gems, die ich für das Turnier ausgegeben habe, habe ich jetzt nochmal zurückbekommen. Ist auf jeden Fall ganz cool. Die werden wir gleich aufmachen, aber erstmal kommen wir zu dem Gewinnspiel. Das Video vom 6.10., das hat inzwischen schon 16.000 Daumen nach oben, was ich echt mega krass finde. Echt vielen lieben Dank, Leute, für dieses krasse Feedback. Kam echt mega gut bei euch an, beziehungsweise sogar die zwei Glitch-Videos, die kamen echt mega gut bei euch an. Deswegen habe ich mir gedacht, das Ganze mache ich heute nochmal. Und ich habe heute nochmal so einen ähnlichen Glitch rausgesucht. Dazu kommen wir aber erst später. 16.000 Daumen nach oben heißt im Endeffekt 16.000 Gems gehen an euch. Das Ganze werden jetzt so gerundet, sage ich einfach mal, 120 Euro. Und diesmal habe ich mir überlegt, mache ich das nicht, dass ich 4x 25 Euro rausgebe, sondern insgesamt 8x 15 Euro iTunes bzw. Google Play Guthaben. Ich habe diese Codes dieses Mal sogar durch Gift Panda gesponsert bekommen. Das habe ich ja vor, ja, ich glaube, das ist schon so ein, zwei Wochen her. Die App habe ich ja mal vorgestellt und die haben mir als Dank, ich habe die nochmal angeschrieben, ey, wie sieht's aus? Einige Leute von euch haben sich da auch registriert und deswegen haben die gesagt, ey, hier, komm, wir machen das Ganze mal. Wir geben jetzt mal dir hier 8x. Es ist jeweils 4x iTunes und 4x Google Play. Und die kann ich jetzt an meine Zuschauer rausgeben. Ich habe die Gewinner bereits angeschrieben. Ihr müsst einfach mal in eure Nachrichten reingucken. Vielleicht habt ihr etwas Glück gehabt. Ich habe mir überlegt, da das Ganze bei euch so gut ankommt, aber jetzt langsam so auf Dauer, wenn ich das jedes Mal, jede Woche oder jedes Mal, wenn ich das Ganze auflöse, das Ganze nochmal mache, wird das auf die Dauer schon echt teuer. Jetzt hatte ich das Glück, dass mir das Ganze gesponsert wurde. Aber ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze jetzt nochmal machen werde. Ich werde das in, ich sag mal, anderthalb Wochen auflösen. In 10 Tagen, also am 20.10. werde ich das Ganze hier auflösen. Es gilt wieder, für jeden Daumen nach oben zählt ein Gem. Mal sehen, ob wir die 16.000 Daumen nach oben nochmal übertreffen. Ich glaube es zwar nicht, weil das war schon wirklich echt Rekord. Das heißt, Leute, um an dieser neuen Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach einen Daumen nach oben dalassen. Denn für jeden Daumen nach oben zählt ein Gem. Als zweites ist auch wichtig, mich natürlich abonnieren. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch neben dem Abonnieren-Symbol ist noch so eine kleine Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Und am 20.10., ich hoffe, ich vergesse nicht, ich schreibe mir das direkt hier auf, dann wisst ihr direkt, ey, Videos draußen. Und als drittes natürlich einen Kommentar schreiben, auf welchem Device ihr spielt, damit ich euch den richtigen Code auch zusenden kann. So, genug zum Gewinnspiel. Das war's jetzt erstmal. Jetzt springen wir zu dem anderen Punkt und zwar zu der Herausforderungskiste. Ich habe echt hart gesweatet. Das ist jetzt meine, wie gesagt, allererste Herausforderungskiste, wo ich 12 Siege geschafft habe. Ich muss selbst mir so ein bisschen Props geben. Ich kann euch, wenn ihr wollt, gerne mal hier so ein bisschen später in einem zweiten Video, ich denke mal dann morgen, hier was aus dem Angriffslog zeigen, beziehungsweise aus dem Turnierlog. Denn ich habe unter anderem gegen echt ganz schön krasse Leute gespielt. Hier zum Beispiel der hier, Tiberius, der ist bei 4000 Pokalen, habe ich knapp 1:0 besiegt, aber darum geht es. Das kann ich euch, wie gesagt, nochmal in einem separaten Video zeigen. Und jetzt, Leute, drückt mir die Daumen. Es ist die Wahrscheinlichkeit da. Es sind insgesamt 1100 Karten und 22.000 Gold, dass wir hier eine legendäre Karte rausziehen. Und ich würde sagen, let's go. 22.000 Gold ist schon mal ein ordentlicher Brocken. Und wir fangen an mit dem X-Bogen, Inferno-Turm, Musketieren, Speerkobold. Jetzt kommen, denke ich mal, ganz viele normale Karten. Und ich weiß nicht. Wir haben jetzt einmal den X-Bogen gezogen. Es kann sein, dass jetzt eine legendäre Karte rauskommt. Ich glaube es zwar nicht, aber wir gucken trotzdem mal. Und okay, 10 Meter Wächter war jetzt nicht
ganz so gut, sag ich mal, für meine erste Herausforderungskiste, aber trotzdem auf jeden Fall in Ordnung. Wächter spiele ich nicht, X-Bogen zwar auch nicht, aber normale Karten, ihr seht es mal, ich habe jetzt hier mal nach Seltenheit, ich habe es jetzt hier mal nach Seltenheit sortiert. Ich kann hier einfach mal meine ganzen seltenen Karten upgraden. Das Ganze werde ich, wie gesagt, auch nochmal in einem separaten Video machen. Dann gibt es mal eine große Upgrade-Folge. Aber jetzt kommen wir wahrscheinlich zu dem Punkt, weshalb ihr auch auf das Video geklickt habt. Denn ich habe heute nochmal einen lustigen Glitch bzw. einen coolen Glitch für euch vorbereitet. Ihr habt ja bestimmt das erste Glitch-Video gesehen, wo ich euch vorgestellt habe, wie man das Ganze hier macht. Ihr seht hier gerade, der Elixiersammler ist größer als die anderen Karten. Das Ganze habe ich ja schon mal bereits erklärt. Das Video war es übrigens noch mit den 16.000 Daumen nach oben. Und das Ganze, ja, wisst ihr wahrscheinlich, wie das funktioniert. Genau so einen ähnlichen Glitch werden wir heute auch nochmal ausprobieren. Da geht es auch darum, dass die Karten riesig groß werden. Wenn man schnell ist und wenn man gute Finger hat, sag ich mal, wenn man recht flink mit den Fingern arbeiten kann, dann kriegt man wirklich echt sehr groß verglitschte Karten hin. Ich will euch jetzt mal kurz vorher erklären, wie genau der Glitch funktioniert. Und dann probieren wir ihn einmal aus. Und zwar bin ich, wie ihr seht, gerade auf dem ersten Kampfdeck. Ich kann jetzt hier ganz einfach auf das dritte Kampfdeck swipen. Das Ganze, diesen Wechsel hier, muss man jetzt so schnell machen. Ihr seht es jetzt gerade schon ein bisschen. Die Karten werden immer größer. Und wenn ich jetzt... Ich habe es jetzt gerade nicht hinbekommen, aber wenn man ganz schnell dann eine Karte zweimal antippt und die sozusagen festhält, dann kann es sein, dass die riesig groß dann bleibt, beziehungsweise die bleibt dann riesig groß. Und ihr müsst halt einfach ganz schnell hier hin und her swipen und... Ah, schade, aber ihr habt es gesehen, die Karten bleiben auf jeden Fall ganz groß. Ich probiere es jetzt ein paar Mal aus und probiere mal eine richtig große Karte hinzukriegen. LOL! Ich hab's hingekriegt. Jetzt habe ich hier gerade den Megalakai. Ihr habt es gerade kurz gesehen. Er war gerade relativ groß. Das Ganze geht noch. Das geht noch krasser. Wir probieren es jetzt nochmal direkt ein zweites Mal aus. Ich muss hier ganz schnell tippen und. Oh, schade. Aber ihr seht, wenn man schnelle Hände hat, dann geht das auf jeden Fall. Ich probiere es nochmal ein paar Mal aus. Ich probiere mal eine richtig große Karte hinzukriegen. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall möglich. So, wir gehen mal ganz schnell und. Oh. LOL! Als ob. Oh mein Gott, der Knall ist jetzt ja mal fast gar nicht groß. Ich probiere jetzt mal ein Screenshot zu machen. Okay, nice. Leute, das ist mal eine Herausforderung für euch. Der Glitch, der ist relativ schwer, man muss relativ oft den probieren. Aber wenn man es mal schafft, ich habe jetzt den Finger immer noch drauf, wenn man es mal schafft, dann können Karten mal... so krass groß hier verglitschen. Ich mache hier nochmal einen Screenshot. Eigentlich habe ich probiert, die ganze Zeit die Princess anzutippen, aber ihr seht es vielleicht, ich tippe die ganze Zeit so random drauf und probiere hier dann immer Doppelklick hier auf irgendeine Karte zu machen und probiere hier immer eine zu wischen. Aber wenn man das Ganze ganz schnell hier macht, dann merkt man das automatisch. Irgendwann werden die größer und jetzt ist auch gerade nochmal die Kanone hier. Irgendwann werden die Karten größer und dann kann man die antippen. Beziehungsweise man muss probieren, die anzutippen. Und jetzt ist es sogar so, dass sie mir gerade hier einfach so stehen bleibt. Kann man auch mal machen. Mache ich auch nochmal einen Screenshot von. Vielleicht, ich probiere es nochmal ein paar Minuten aus. Vielleicht kriege ich es mal hin, so eine Karte auf jeden Fall richtig groß zu bekommen. 2000 Jahre später. What the fuck? Oh mein Gott. Der Knall ist jetzt ein bisschen groß. Als ob. Ich den jetzt so groß hinbekommen habe. No way. Alles klar. Der füllt jetzt hier, ich würde mal sagen, ja, schon so ein Drittel meines Bildschirms aus. Ja, ich würde sagen, das ist jetzt somit mein Rekord. Leute, herausfordern euch. Ihr probiert es aus und schickt mir auf Instagram oder auf Twitter Screenshots hier von eurer größten Karte ein. Ich kann da vielleicht im nächsten Video, wenn ich nochmal hier die Fights zeige aus meinem Turnierkampf, mal dann eure Screenshots einblenden. Ihr müsst es wie gesagt schaffen, hier die Karte, ich erkläre es nochmal ganz kurz, ihr swipet hier zwischen 1 und 3 so schnell wie es geht hin und her. Ich mache es jetzt gerade mit meinen beiden Zeigefingern. Und wenn ihr seht, dass die Karten größer werden, dann müsst ihr sie probieren anzutippen. Und dann kann es sein, dass die mal so groß verglitschen, wie bei mir gerade eben. Ihr müsst dann probieren, mit dem Finger, mit dem ihr das geschafft habt, die anzutippen, drauf zu bleiben. Und dann müsst ihr irgendwie probieren, Screenshots zu machen. Das ist relativ schwierig, aber es klappt auf jeden Fall.
Ja, Leute, das war's jetzt mit dem Video. War ein kleiner, aber feiner Glitch. Falls ihr noch irgendwelche weiteren Glitches habt, dann könnt ihr mir es gerne in die Kommentare schreiben oder sie mir per Twitter oder Instagram schicken. Wie gesagt, ich bin mal auf eure Screenshots gespannt. Inzwischen. Yo! Nice, riesige Princess. Okay, Leute, das war der letzte Try, den ich gemacht habe. Ihr habt es gerade gesehen, ich habe nochmal probiert, hier die Princess groß zu bekommen. Jetzt will sie gar nicht mehr auf ihren Platz gehen. Naja, wie gesagt, das war's mit dem Video, Leute. Lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.